Na, ihr, wie wär's mit Kirche? Nur wenn ich die Kollekte krieg. Wenn du Betel heißt, dann komm schon, heute ist Erntedank. Kriegst auch einen Kürbis als Belohnung. Anja, ich hab heute Nacht doch noch eine Erntekrone gebastelt. Ja, Frau Kreiling, danke. Ich komm gleich. Braver Junge. Braver Junge. Mama! Ah. Mama, ich krieg's jetzt Junge gekriegt. 5 Stück. Sie sind so lieb. Darf ich nach dem Essen wieder hin? Bin doch noch gar nicht auf den Pony gerissen. Ja, dann musst du Onkel Hofmann fragen. Darf ich? Ich darf doch. Ja, klar. Wenn du mir wieder beim Kollekte sammeln hilfst. Schau mal, deine Mahlzeit. Morgen. Du bist da? Ja, zurzeit schlafe ich wie ein Stein. Danke. Na, meine Morgen. Süße, wie geht's? Hallo. Es bekommt dir gut, es ist toll aus. Danke. Der Doktor war ja ganz schnell da. Onkel Hofmann wird bestimmt wieder gesund. Wen könnten wir denn benachrichtigen? Er hatte nur seinen Enkel, diesen, wie heißen der nochmal? Jochen? Ja, genau. Ja. Weiß jemand, wo der jetzt lebt? Ist der nicht in Kopenhagen gelandet? Ich denke, der ist in Weimar und will da jetzt Professor werden. Meine Schwester war neulich auf einer Hochzeit, da hat der Orgel gespielt in der Jakobskirche. Na gut, dann rufe ich mal den Kollegen in Weimar an. Der Kirchenchor hat noch nicht weggelaufen, bitte. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß, aber wir müssen das Foto jetzt machen. Geht auf die zweite Stufe da, bitte. Und lass deine Lücke für die Fahrerin. Na, wollen wir nicht auf sie warten? Die telefoniert doch hinter Werners Enkel her, das kann dauern. So ist gut, ich kann dir dann einscannen. Der kommt sowieso nicht. So, ja. Ja, so ist gut. Ich krieg den verdammten Schatten nicht weg. Ich nehm's mit und versuch's mal mit meinem Computer. Ja, wird Kai essen. So, das haben wir. Du, ich hab Jochen erreicht. Das heißt, der Sohn vom Pfarrer läuft mit der Nachricht rüber. Gott sei Dank. Sag mal, hast du dich schon entschieden? Wegen dem Juristenball? Ach komm mit. Das ist ein Fest in andere Leute. Seit Thomas tot bist du nicht mehr ausgegangen. Gut, ich komme mit. Was sagt ihr dazu? Sie geht mit mir tanzen. Ich glaube, ich brauche einen neuen Smoking. Hilfst du mir beim Einkaufen? Mal sehen. Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Auf Onkel Hofmann. Und wir bitten dich, auf Onkel Hofmann aufzupassen. Wir brauchen ihn noch. Und seine Tiere brauchen ihn auch. Amen. Amen. Ich habe ihn vorbereitet. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel. Er ist stark sediert. Jochen? Wieso? Die Pfarrerin hat mich angerufen. Woher wusste sie? Ich bin gerade in Weimar. Bist du zurück? Erst seit kurzem. Ich hätte mich ja gemeldet, aber ich... Hast du eine Stelle in Weimar? Ich bereite gerade was vor. Ich hätte mich ja gemeldet, aber ich wollte warten, bis... Mir so leid, das Ganze. Es ist gut, dass du da bist.
Jochen Hofmann? Ich weiß, es ist schon spät, aber... Wie geht es ihm? Ganz gut. Ich wollte mich nur bedanken, dass Sie mich gesucht haben. Er wird morgen nach Gotha verlegt. Er braucht einen Bypass. Aber er kommt durch. Ich war die ganze Zeit bei ihm. Wie schön. Ich freue mich für Sie, dass es nicht zu spät war. Wollen Sie nicht reinkommen? Ich muss mich noch um die Tiere kümmern. Ich wollte noch erst Danke sagen und Bescheid geben. Gute Nacht. Die Tiere nicht füttern. Christina, also... Frau Rehn hat das übernommen. Ach so. Ja, vielen Dank. Danke. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was die Tiere fressen. Sie schaffen das schon. Mein Gott, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? 10 Jahre? Bestimmt. Nochmal, vielen Dank. Kai, jetzt beeil dich mal, es ist schon so spät. Letzter Versuch, ja? Morgen. Was ist denn jetzt los? Schreibst du heute Französisch? Ich nicht. Morgen. Meine Haare. Was heißt das? Dass ich krank bin. Ich habe gestern schon lange wach gelegen. Ich konnte nicht mehr einschlafen wegen der Klingelei gestern Nacht. Was war das überhaupt für ein Typ? Na, was für ein Typ? Der mitten in der Nacht geklingelt hat. Und den du umarmt hast. Hast du ihn umarmt? Hast du ihn geküsst? Nein, ich habe niemanden geküsst. Und der Typ, den du meinst, das ist der Enkel vom alten Hofmann. Und ich habe ihn umarmt, weil ich mich für ihn gefreut habe. Und weil sein Großvater durchkommt. Och, Muggel, das geht einfach nicht. Die Haare sind zu kurz dafür. Hm? Manu. Ja. Mach auf. Schau, ja. So, und du ziehst dich jetzt an, ja? Red nicht so ein dummes Zeug von Mareile. Die glaubt das noch. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Und wenn du willst, dass ich eine 6 schreibe, bitte auf deine Verantwortung. Irrtum. Es liegt allein an dir, was du aus deinem Leben machst. Genau, deswegen lande ich bei der Müllabfuhr. Liebe Frau Schneider, wir haben uns jetzt geeinigt. Wir wollen das Kind doch evangelisch taufen lassen. Herr Koch? Schön, dass Sie sich einig geworden sind. Ich freue mich. Man kann das nicht sehen, sondern nur, dass jemand geküsst wurde. Aha. Reile, jetzt red doch nicht so ein Blödsinn, hm? Hallo. Ja. Jochen Hofmann war gestern da, er war sehr in Sorge, aber sein Großvater kommt durch. Ja, und? Die beiden haben sich versöhnt. Stell dir vor. Tja. Das Foto fertig? Ja, bis Mitternacht habe ich da rumgefummelt. Hier. Ja, das ist doch sehr schön. Wunderbar, ja. Hm? So. Ich muss zur Morgenandacht ins Altenheim. Hm? Chef, gleich. Wir müssen noch die Winterreifen aufziehen. Alles klar? Ja. Hallo, Kiki. Warum hast du mich angerufen? Ich war auf dem Weg nach Bad Hersfeld. Ich muss auch gleich wieder los. Nein, ich habe dir ein paar Klamotten mitgebracht für die Verkleidungskiste für die lange Nacht. Ah ja, das ist lieb, dass du da dran gedacht hast. Dass du dir das antust mit 40 Kindern im Gemeindesaal übernachten. Das ist doch schön, das macht Spaß. Soll ich dir wieder helfen kommen? Nein, das ist nicht nötig. Christina hilft und Herbert. Ich habe ihm nur zugesagt für den Juristenball. Hey, Frau Schneider, heute ist Müllabfuhr, die graue Tonne. Nicht vergessen. Ja, danke. Gut. Hier Ilka Mandler. Frau Schneider, wir wollten doch noch einen Termin für die Vorbesprechung meiner Hochzeit ausmachen. Rufen Sie zurück. Hättest du mir was gesagt, dass du auf den Ball gehst, dann hätte ich dir gleich was mitgebracht. Ja, ich muss daran Freitag sowieso nach Gotha zur Landessynode. Und dann komme ich bei dir vorbei. Super, ich such dir was Schönes raus. Evangelisch-Lutherisches Kirchenamt Weimar. Frau Pastorin Schneider, Herr Superintendent Demel hätte einen Termin für Sie. Übermorgen, Mittwoch, 15.30 Uhr. Bitte seien so lieb und bestätigen Sie den Termin. Danke. Nicht wieder in die Verkleidungskiste geben, das ist für dich. Du brauchst Farbe. Naja, ich weiß. Das ist ein bisschen heftig in letzter Zeit. Gestern hat der alte Hofmann einen Herzinfarkt gehabt. Während des Gottesdienstes. Tot? Zum Glück nicht.
Zum Krankenhaus. Der alte Hofmann, das ist doch der Großvater von diesem Jochen, der kleine Mozart. Mhm. Hm. Komisch, dass du dich an ihn erinnerst. Naja. Wie sieht er denn jetzt aus? Ich weiß nicht. Normal halt. Unterschreib mal. Ich bin doch gar nicht in deiner Gemeinde. Not kennt kein Gebot. Hast ja gehört, wir müssen übermorgen nach Weimar. Und da soll der Zettel voll sein. Schreib einfach nach Straße 5, Kirchsadresse. Bei der Arbeit? Ja, ich habe nicht schlafen können. Aber ganz gut so. Habt ihr genug zu tun hier? Ich war ja ziemlich schockiert, als ich das hier gesehen habe. Als ich weggegangen bin, habe ich gedacht, dass er den Kredit storniert. Aber dass er tatsächlich noch anfängt zu bauen? Ja, er ist ja aus den Verträgen nicht mehr rausgekommen. Aber er war ja schon immer ein Dickkopf. Wollte beweisen, dass es auch ohne sie geht. Na, das ist ein Haufen Schulden. Und deswegen mir. Aber das ist doch nicht Ihre Schuld. Sie waren doch noch viel zu jung, als Sie ihm versprochen haben, den Hof zu übernehmen. Und außerdem mussten Sie sich nun mal entscheiden. Sie haben die Musik gewählt. Das war doch wohl auch richtig so, oder? Pfarrer Zernak sagte ihm am Telefon was von einem Konzert. Weißt du das? Mein Bewerbungskonzert. Für eine Professur an der Musikhochschule. Sie haben eine Professur in Aussicht. Ich hatte ja, aber wer weiß, ob die mich überhaupt genommen hätten. Wie geht's Ihnen eigentlich? Danke. Wieder ganz gut. Warum ich gekommen bin? Wir haben seit dem Sommer kein Kantor mehr. Das Kirchenamt will die Stelle ganz streichen. Wir sammeln Unterschriften. Viel Glück. Danke. Viel Spaß beim Mistfahren. Ich dachte, Sie sind gekommen, um mir zu helfen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Da liegt einem auf der Zunge zu sagen, wozu brauchen Sie noch einen Dirigenten? Nein, wir schrumpfen. Wir waren mal über 40, das ist davon übrig. Ein sehr sympathischer kleiner Haufen. Aber vielleicht besprechen wir das unter vier Augen. Ja, gut. Na, dann wollen wir mal gehen. Ja. Wir treffen uns um 5 am Bus. Ja, gut, um 5 am Bus. Der Chor ist gut. Wir haben großartige Aufführungen gehabt. Aber ohne Chorleiter, ja, wenn nichts geschieht, dann gibt es uns bald nicht mehr. Ich weiß. Aber wir streichen ja keine Stellen, weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil die Kassen leer sind, weil uns Mitglieder wegbrechen.
Ich habe damals sehr bedauert, dass Sie plötzlich weggegangen sind. Bei der Begabung. Tja, aber eine Sängerin mit Kind, das geht nicht. Und ich bin sehr gerne Fahrerin. Aber warum ich hier bin, vielleicht können Sie mir helfen. Es geht um Jochen Hofmann. Er ist in meiner Gemeinde. Jochen Hofmann hat sich bei uns für eine Professur beworben. Ich bin ziemlich sauer auf ihn. Ich hatte mich besonders für ihn eingesetzt und dann hat er 5 Stunden vor seinem Konzert abgesagt. Unglaublich. Ja. Er musste ins Krankenhaus. Sein Großvater hatte einen Herzinfarkt und es sah wirklich so aus, als ob er sterben würde. Warum hat er nichts davon gesagt? Ist denn die Stelle schon vergeben? Was machen Sie denn hier? Ich wollte wissen, was mit Ihrer Bewerbung ist. Ja, und ich war ja sowieso da wegen der Petition. Es ist ja lieb, dass Sie sich so um mich kümmern. Ja. Ist das nicht dieser Jochen? Welcher Jochen, Achtel? Ja. Na, hoffentlich erzählt sie dir mal ein paar Takte, wie der seinen Opa im Stich gelassen hat. Jedenfalls wird Professor Herlitz Sie anrufen. Sie bekommen eine zweite Chance. Und wenn es mir auf dem Hof gefällt und ich keine zweite Chance will? Na, Unsinn, natürlich wollen Sie eine zweite Chance. Sie werden doch nicht aus einer Laune heraus alles hinschmeißen. Wissen Sie immer am besten, was gut ist für die Leute? Nein, aber vor 13 Jahren war es Ihnen ganz recht, dass ich Ihnen den Rücken gestärkt habe. Ja, und jetzt bin ich erwachsen und kann allein entscheiden. Ja, gut. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Und, haben Sie sich den Jochen ordentlich zur Brust genommen? Wieso? Na, was er dem Werner angetan hat. Nee. Und warum waren Sie an der Hochschule? Ich habe da mal studiert. Aha. Und? Was hat denn der Superintendent gesagt? Es gibt kein Geld. Oh. Nein. Weswegen ich Sie mal sprechen wollte. Ah ja, richtig. Wir wollten ja einen Termin abmachen für die Vorbesprechung wegen der Hochzeit. Auch. Aber eigentlich wollte ich Ihnen nur sagen, dass Sie stolz sein können auf Ihren Kai. Ich kann richtig zupacken. Und gestern hätten wir es ohne ihn gar nicht geschafft. Alle wollten ihre Winterreifen aufgezogen bekommen. Für manche Arbeiten braucht man eben 4 Hände. Und unser Geselle... Naja. Jedenfalls sind wir froh, dass sein Lehrer immer noch krank ist. Ich helfe schon seit Wochen auf. Was, und das erfahre ich erst jetzt? Sag mal, du schwänzt Klausuren, du arbeitest beim Mandler. Und das alles erfahre ich rein zufällig nebenbei von einer Fremden. Wieso fremd? Sind wir nicht alle eine große Familie? Aber um die kümmerst du dich wohl mehr als um uns. Gut, ich muss mich um die Gemeinde kümmern, ja. Aber ich bin immer da für dich. Ich bin da, wenn du aus der Schule kommst. Ich frage dich Vokabeln ab. Ich soll auch Vokabeln abfragen. Ich will auch endlich Englisch lernen. Klar, Schule, du läufst so Hochform auf. Aber ich will das Abi gar nicht machen. Papa hat auch erst eine Lehre gemacht. Papa hätte liebend gerne Abitur gemacht, aber er durfte damals nicht. Und es war verdammt hart für ihn, das später nachzuholen. Und ich werde nicht zulassen, dass du aus reiner Faulheit... Ich habe aufgehört mit der Schule. Ich habe mich heute abgemeldet. Ich finde Schule schön. Ja, Muckel. Ist nicht dein Ernst? Doch. Du kannst dich gar nicht abmelden. Du brauchst meine Zustimmung, du bist noch keine 18. Ich rufe jetzt in der Schule an und stelle das klar. Ich habe deine Unterschrift gefälscht. Und wenn du in Altmannsberger irgendwas erzählst, wenn du mich vor der ganzen Schule bloßstellst, dann hau ich ab. Ja, ich komme gleich. Kein Schule ist 45. Das ist ja toll. Der nächste bitte. Hallo. Hallo? Hallo. Kann ich einen Moment sprechen? Tut mir leid, aber das geht jetzt schlecht. Kai, warte! Kai! Kai, mach doch bitte auf! 54! Na, Rekord! Bravo! Das hast du richtig gut gemacht. Lass mich aufschreiben. Mach das. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du deiner Mutter sagen, dass ich ein anderes Mal wiederkomme? Ja. Tschüss. Tschüss.
Morgen. Guten Morgen. Ich habe ein Talent für schlechtes Timing. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen gestern das Gespräch vermasselt habe. Da gab's nichts mehr zu vermasseln. Kai ist sehr verschlossen in letzter Zeit. Sein Vater hatte immer einen sehr guten Draht zu ihm. Woran ist er eigentlich gestorben? Hirnaneurysma. Ist morgens aus dem Haus gegangen und nie mehr wiedergekommen. Und das Schlimmste daran, man kann nicht Abschied nehmen. Und ausgerechnet an dem Morgen haben wir uns gestritten wegen irgend so einer dummen Kleinigkeit. Warum sind Sie nicht in die Musikhochschule reingegangen? Ach, zweifel nicht. Professor Herlitz hat mich angerufen. Ich kriege noch eine zweite Chance. Vielen Dank. Ich habe nur ein Problem. Der Chor der Musikhochschule steht nicht mehr zur Verfügung. Und ich komme hier nicht weg. Ich muss mich auch um den Hof kümmern. Kurz, ich wollte fragen, ob ich mir euren Chor ausleihen dürfte. Einen Chor ausleihen? Ja. Ja. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, ihr könnt singen. Könnt ihr überhaupt singen? Können Sie überhaupt dirigieren? Ich bemühe mich. Ich würde gerne das Konzert dann mit ihm besprechen und mich auch für mein Verhalten in Weimar entschuldigen. Johannes Passion haben wir auch mal gesungen. Aber ich bin schon lange hier. Und wie steht's mit dem Messias? Auch. Ich habe mal die Altsoli studiert. Im Studium. Sie haben Musik studiert? Gesang, aber nur ein paar Semester. Jetzt gehen. Besprechen Sie mit dem Chor, was er leisten kann. Warten Sie. Ich komme. Hallo. Hallo. Hallo, Herbert. Also, wir nehmen gern doch den Messias, ja? Und wenn ich die Lieder für nächsten Sonntag rausgesucht habe, dann rufe ich an. Es geht weiter mit dem Kirchenchor. Ach, und wie? Jochen übernimmt die Leitung. Aber nur für ein Projekt. Aber es wird dann wieder ein Konzert geben.
Ich werde übrigens nicht mitsingen können. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, ich wusste gar nicht, dass du dich schon so engagiert hast für den Chor. Weil ich bin eigentlich gekommen, um dich zu fragen, ob du nicht die Küsterstelle übernehmen möchtest. Anstelle deines Großvaters. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gehört haben, aber ich habe Kai heute von der Schule abgemeldet. Abmelden müssen, ehrlich gesagt, weil, ja, er war einsame Spitze. Schwänzen. Wie macht er sich denn so bei Ihnen? Ja, ist guter Junge. Der ist Gold wert, hast du doch immer gesagt. Der ist neugierig, versteht schnell und sieht, was gemacht werden muss. Ja, das... Es tut gut zu hören. Sie kennen ja den Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht sein ganzes Dorf. Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Jungen? Wow! Geil! Siehst du, man muss nur was wollen, dann gelingt es auch. Hey, das ist mein Spruch. Kannst du mal sehen, was für ein Erfolg deine Erziehung ist. Ich werd verrückt. Eine Lehrstelle. Und dann auch noch Kfz-Mechaniker. Weißt du, was wir morgen machen? Wir gehen zusammen essen zur Feier des Tages. Nur wir zwei. Mareile kann auch mit. Dann können wir dreimal was zusammen machen. Ach, das ist lieb. Sag mal, warum hast du mir nie erzählt, dass es dir in der Werkstatt so gut gefällt? Weil ich genau weiß, dass du was gegen Handwerker hast. Das stimmt nicht. Ich habe nichts gegen Handwerker. Ich wollte nur, dass du zuerst dein Abitur machst. Ich habe dir schon immer gesagt, dass Schule Kacke ist für mich. Aber du hörst mir ja nie richtig zu. Papa hätte mir zugehört. Der hätte mich auch unterstützt. Ja. Du vermisst ihn sehr. Du nicht? Doch, ich auch. Weißt du, Kai, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man niemanden hat, der einen auffängt und mit dem man reden kann. Kannst du mit mir reden? Oder mit Herbert? Mit denen hat Papa auch mal geredet, wenn er Probleme hatte. Komm, schaff's. Was heißt das, du wirst nicht mitsingen? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Warum? Weil... Ich habe so viel um die Ohren. Gotha, zur Landessynode. Und Werner wollte ich auch besuchen. Wollen wir zusammen? Ja. Ja. Yeah.
Fahr mal rechts ran. Fahr einfach rechts ran. Ich hab Termine und mein Großvater wartet. Ach, Anja, in 3 Wochen bin ich wieder bei meinen Tieren. Aber sicher. Alles, alles Gute. Ja, Wiedersehen. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Moment. Wo treffen wir uns und wann? Ach so, ja, ja, meine Besprechung geht bis 1, dann bin ich bei meiner Schwester, also so gegen 2 im Rathaus. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Kommst du zurecht mit der Arbeit? Es geht schon, du hast ja nur noch wenig Tiere. Ja, so ein Schwachsinn von mir, so viel Kredit aufzunehmen. Du hast immer noch kein Interesse am Hof, oder? Na, wir reden ein anderes Mal darüber. Erzähl von dir. Wie läuft es mit der Musik? Kannst du davon leben? Bis jetzt schon. Ich war lange in Kopenhagen als Kantor bei der Deutschen Gemeinde. Aha. Das war das Weiteste, was sie im Programm hat. Und wovon lebst du jetzt? Ich hatte was in Aussicht in Weimar. Da war eine Professur ausgeschrieben. Professor? Sind das nicht Beamte? Ich denke schon, ja. Na, wenn du Beamter werden kannst, dann musst du das machen. Mal sehen. Ja. Ich darf mich noch mal bewerben. Ich bereite gerade das Konzert vor. Ich habe noch nie gesehen, wie du dirigierst. Wie ist das? Hörst du, wie es eigentlich sein müsste im Kopf und machst es danach? Wow. Richtig so. Ja. So. Und hier runter. Mhm. Tiki, das ist ein Juristenball. Perfekt. Ich habe auch noch ein blaues Spitzenkleid für dich angezogen. Das ist der Hammer. Ich hol dir ein paar Schuhe dazu. Schneider? Wo bist du jetzt? Und wie komme ich da hin? Du musst am Buchladen vorbeigehen und dann links. Herbert, wir sind gerade sehr beschäftigt. Könntest du bitte später nochmal anrufen? Komm mal mit. Perfekt. Guten Tag. Guten Tag. Guck mal, wie der dich am Start. Warte mal. Ist das nicht? Na klar ist er das. Der kleine Mozart. Groß geworden. Hallo. Jochen, hallo. Das ist Kiki, meine Schwester. Vielleicht erinnerst du dich hier an sie. Wohl eher nicht. Okay, ich hole euch mal ein Sekt. Na schön. Ja. Nee, ich werde uns hier mal sehen. Wir sind in Gotha. Trotzdem, es sind viele Kollegen hier von der Synode. Ich würde dich ja so gern küssen hier in Gotha, aber wenn uns jemand sieht. Nee, das geht natürlich nicht. Das geht auf keinen Fall. Ich muss halt verzichten. Jetzt ist natürlich niemand mehr da in der Werkstatt. Die können das Auto erst morgen früh reparieren. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich nach Hause komme. Kai, das tut mir so leid, aber das mit unserem Essen heute Abend, das wird wohl nichts mehr. Ja, Mom, das passt schon. Ich mach Brot oder Nudeln. Das isst sie ja immer. Aber vielleicht kannst du ja da übernachten. Dann musst du mich morgen wieder hin und den Wagen holen. Ja, mal sehen.
Gib mir doch noch Mama Reile. Okay, tschüss dann. Die Mama will dich sprechen. Hallo? Hallo, Mucke. Du, das Auto ist kaputt. Kai bringt dich ins Bett und gibt dir was zu essen, ja? Mama, ich kenne schon das Blumenlied. Ja, das habe ich schon gehört. Schön, dass ihr übt. Und kommst du wieder? Ja, sobald ich kann, mein Schatz. Ganz dicker Kuss. Gute Nacht. Gehen wir noch was essen? Ja, gut. So eine halbe Stunde. Bis dann. Tschüss. Dass du mit dem Zug zurückfährst. Wovor hast du Angst? Vor dem Gerede? Möglich, ja. Du vergisst, dass du 10 Jahre jünger bist als ich. Ich weiß, wann es mir ernst ist. Und mir ist es sehr ernst. Das ist alles zu schwierig. Ärgere dich nicht weiter. Bei dem riecht der Wein nicht mehr drin. Ja, ja. Danke, aber tschüss. Lass uns das Konzert zusammen machen. Das muss alles sein. Ihren Wagen nicht gesehen. War aber alles ganz friedlich. Sagen Sie in solchen Fällen doch ruhig Bescheid. Nächste Woche ist dann die grüne Tonne dran. Wiedersehen. Hallo. Ja, meine
Sabrina. Hallo. Es tut mir so leid, dass ich beim Frühstück noch nicht da war. Kai hat mich gebracht. Frau Sauer ist krank. Aber wir haben Aufgaben gekriegt. Dürfen wir sie später machen? Wir wollen zu den Kätzchen. Zu Onkel Hofmann. Ja, aber der Onkel Hofmann, der ist doch noch im Krankenhaus. Aber Jochen ist doch da. Der ist auch nicht. Wisst ihr was? Ich hole euch jetzt die Verkleidungskiste raus. Hm? Schminkst du uns? Ich muss jetzt noch eine Stunde arbeiten und dann schminke ich euch. Ja! Hexeritzi-Witze, eine Prinzessin vom Wunderland. Gar nicht. Ich bin auch Schneewittchen. Jetzt muss ich ganz weiß geschminkt werden. Mhm. Und ich will eine weiße Hände dran drauf. Ja, also schauen wir mal, was da alles. Oh, guck mal, was da alles drin ist. Oh. Anja! Wir haben schon angefangen. Ich habe euch gesehen. Heute Morgen. Wen? In Eisenach, dich und Jochen. Ach so, ja. Ich habe ihn mitgenommen. Ich musste vom Zug nach Gotha zu seinem Großvater und ich hatte in Eisenach zu tun. Das ergab sich so. Es ergab sich, dass ihr euch um den Hals gefallen seid. Um den Hals gefallen? Wir haben uns verabschiedet, ganz normal. Das ist für dich normal? Was soll das? Also Anja! Guck mal. Die haben Zoff. Weißt du, was du mir da unterstellst? Ich unterstelle dir, dass du mir nicht die Wahrheit sagst. Kommst du immer noch mit auf den Ball? Sicher. Ich habe mir doch bei Kiki schon ein Kleid gekauft. In Gotha. Einmal abseufzen. Von ganz weit oben, ganz, ganz weit und. Sehr schön. Setzt euch. Ich denke, ihr wisst, was wir uns hier vorgenommen haben. Hier ist der Probenplan. Wir haben leider wenig Zeit. Das heißt, wir müssen dreimal die Woche proben. Ich habe mir eure alten Aufnahmen angehört und ihr wart wirklich sehr gut. Und ihr könnt es auch wieder werden. Ich muss das Konzert leider allein finanzieren. Das heißt, ich muss sparen. Hat irgendeiner von euch schon mal Solopartien gesungen? Anja. Und Herbert. Du machst das doch, Herbert, oder? Ach komm. Nein, los, Herbert. Ich mache gern Stimmbildung mit Ihnen als Vorschlag. Nein, nein, wirklich nicht. Aber ich sponsere einen Profisänger für die Aufführung. Vielen Dank, das ist sehr nett. Noch irgendwelche Vorschläge für die Solopartie? Nein, gut. Dann beginnen wir mit Chor Nummer 51. Würdig ist das Lamm. Alle gerade sitzen. Nur noch die Seite zu Ende. Ja.
Bella Roma, hallo Oma, Mama Mia. Vielen Dank, das war schon sehr schön für die erste Probe. Dann bis übermorgen und eine gute Nacht. Heute nicht, weil der letzte Abend wird zu viel. Okay. Hey, gute Nacht, ne? Ja. Und wenn ich einen tiefen Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, doch keine Liebe habe, so bin ich leer und nichtig. Die Liebe übt Nachsicht. In Güte handelt die Liebe. Sie eifert nicht. Die Liebe macht sich nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie geht nicht über Grenzen. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie hat nicht Freude an der Unwahrheit. Freut sich jedoch an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Und so bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte von ihnen ist die Liebe. Wir haben gehört, was der Apostel Paulus über die Liebe sagt. Die Liebe ist das Größte. Ohne Liebe gelingt das Leben nicht. Ohne Liebe nützt alles gute Tun und alles Streben nichts. Ohne Liebe gelingt das Leben nicht. Liebes Brautpaar, ihr traut euch heute. Braver Junge? Braver Junge. Montag gehen wir endlich essen. Hm? Montag ist Ruhetag. Na, dann Dienstag. Da ist deine Bibelstunde. Schon vergessen? Wir finden einen Abend. Jetzt geh schon hin, die gehen mir doch nicht auf. Schneider? Ohne Liebe gelingt das Leben nicht. Das war von dir und nicht von Paulus. Ja? Es gibt viele gute Sätze. Kennst du den? So macht der Zweifel feige aus uns allen. Quatsch. Ich bin in 10 Minuten bei dir. Nein, bitte. Das geht nicht. Versteh das, bitte. Dann komm du zu mir. Bitte. Ich muss dich sehen. Ich dich auch. Dann komm. Thank you.
Karl, ich muss noch mal los. Ins Altenheim. Da stirbt jemand und will die Beichte ablegen. Ich dachte, das hat nur die Konkurrenz im Programm. Bad Salzungen, Schwester Christina? Ja, hallo, hier ist Kai Schneider. Kann ich mal meine Mutter sprechen? Deine Mutter, die ist nicht da. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Aber sie hat doch einen Anruf gekriegt. Da liegt jemand sterben und sie muss die Beichte ablegen. Ja, Ruf sie doch auf dem Handy an. Das hat sie vergessen. Vielleicht ist sie ja bei Herbert. Was ist denn passiert? So. Was ist da los? Ach, schade. Aber klar, du willst zum Frühstück bei den Kindern sein. Ja. Was machst du denn hier? Mareile ist wach geworden und hat Angst gekriegt. Und du warst nicht im Altenheim, du warst bei Jochen. Ich habe deinen Wagen gesehen. Ja, ich habe hinter dir her spioniert. Weißt du, ich wollte endlich wissen, woran ich bin. Ich habe keine Lust, mich ausnutzen zu lassen. Ich habe dich nicht ausgenutzt. Ach, und wie nennst du das hier? Onkel Herbert passt auf die Kinder auf, während du dich rumtreibst? Rumtreibst? Wie war das noch? Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Es ist noch zu früh. Ich muss erst über den Tod von Thomas hinwegkommen. Offensichtlich ist es jetzt soweit. Aber das tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun, aber... Ja, ich habe mich verliebt. Du wusstest, wie ich zu dir stehe. Immer schon. Ich habe dich nie bedrängt. Ich war immer fair zu dir. Fair. Blöd war ich. Aber was soll's. Werde glücklich mit ihm. Aber wenn er sich morgen nach einer anderen umschaut, nach einer jüngeren, komm nicht zu mir. Keine Sorge. Es wird nicht passieren. Und erzähl den Kindern keine Lügengeschichten mehr. Kais Vertrauen ist ohnehin angeknackst. Ich denke da an seinen Job beim Mandler. Das hast du gewusst? Deine Mami gut nach Hause gekommen? Was geht dich das an? Mit wem hat sie nun eigentlich was? Mit dem Anwalt oder mit dem Dirigenten? Halt die Klappe! Sag bloß mit beiden! Halt's Maul!
Ich rede so viel, wie ich will. Und weißt du was? Es ist voll interessant. Frau Pfarrer macht's gleich mit Zweien. Was meinst du damit, hä? Red nicht so von meiner Mutter. Holst du mich ab? Du holst mich doch ab. Ich stehe schon da, bevor es klingelt. Versprochen. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Versprochen, versprochen. Tschüss. Sabrina! Anja! Mensch, wo warst du? Ich hatte Nachtschicht im Altenheim. Mareile war völlig außer sich. Kai konnte sie gar nicht mehr beruhigen. Da habe ich Herbert angerufen. War das verkehrt? Nein, das war genau das Richtige. Danke, dass du es gemacht hast. Wirklich. Ist was? Geht's dir nicht gut? Komm, wir gehen zu mir und trinken Kaffee, ja? Danke, Christina. Das ist sehr lieb, aber ich habe so viel zu tun. Ich kann jetzt nicht. Tschüss. Schöne Flitterwochen. Nicht mal ausschlafen kann man. Ich hätte doch nicht angefangen. Arschloch. Jetzt hört doch mal auf! Frau Schneider, oh, guten Morgen. Bitte kriegen Sie keinen Schreck, aber Sie müssen kommen, Ihren Sohn abholen, den Kai. Was ist hier los? Kalle hat ihn ein bisschen hops genommen und ist ausgerastet. Hau ab. Entweder ich verarzte dich oder Dr. Heim. Gut, dann hole ich Dr. Heim. Das tust du nicht. Was ist denn los? Ich will nicht, dass er es erfährt. Es reicht schon, wenn das ganze Dorf darüber redet, was du für eine Schlampe bist. Moment mal, was hast du gesagt? Ja, das ganze Dorf reißt sich das Maul über uns. Ach, weil die das sagen, ist das so, ja? Was denkst du denn darüber? Ich denk gar nichts. Ich kann diesen Jochen einfach nicht ausstehen. Aber ich kann ihn ausstehen. Ich bin sogar gern mit ihm zusammen. Hör auf, ich will davon nichts hören. Kai. Kai, ich weiß, es ist schwierig für dich, aber ich bin nicht nur Mutter, ich bin auch eine Frau. Kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Die einzige Firma, die sich an ihre Kostenvoranschläge hält, ist die aus Bad Salzungen. Bei allen anderen passiert regelmäßig irgendetwas Unvorhergesehenes, was dann später die Kosten in die Höhe treibt. Ich rate also, die Firma Steinmüller zu nehmen, obwohl sie nicht die billigste ist, aber sie ist solide. Ja, danke für den Bericht und die viele Arbeit, die da drin steckt. Irgendjemand was dagegen, dass wir den Auftrag an die Firma Steinmüller geben? Ja, gut, dann kann der Auftrag so rausgehen. Das muss dann jemand anders machen, weil ich bin zurzeit beruflich sehr eingespannt. Ja, und ich meine, ich mache diese Arbeit im Kirchenvorstand jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Jetzt muss mal jemand anders ran. Ich brauche eine Pause. Herbert, das kannst du nicht machen. Das ist ganz einfach. Du musst die Firma anrufen und den Auftrag erteilen. Das ist alles. Ja, das war jetzt sehr überraschend. Ich finde das sehr schade, aber ich kann ihn auch verstehen. Das kann ja nicht angehen, dass immer nur einer die Arbeit macht. Das ist es doch gar nicht. Herbert hat diese Arbeit immer sehr gerne gemacht. Er hat bloß keine Lust mehr, sich von Ihnen an der Nase rumführen zu lassen. Bitte, was tue ich? Fallen gelassen haben sie ihn wie eine heiße Kartoffel. Erst war er für alles Mögliche gut. Und dann kommt dieser Mistkerl. Verstehe nicht, was Sie meinen. Ich meine, dass Sie neuerdings ziemlich von der Rolle sind. Sie vernachlässigen Ihre Kinder. Moment mal. Sie reden von meinem Privatleben. Ich weiß nicht, ob Sie das was angeht. Rein theoretisch natürlich nicht, aber... Anja, wir kriegen doch alle mit, wie übel deine Kinder zurzeit drauf sind. Mensch, du hättest meinen Sohn mal sehen sollen, nachdem Kai ihn verprügelt hat. Der hat vielleicht zugelangt, du, richtig brutal. Das stimmt. Ich war auch ganz erschrocken, aber
weiß trotzdem nicht, wer angefangen hat. Und Mareile, die war völlig außer sich neulich Nacht. Die hatte panische Angst, dass du nicht wiederkommst. Das ist doch gar nicht alles. Sie haben Kai gesagt, dass Sie im Altenheim einem Sterbenden die Beichte abnehmen. Das war ja wohl eine Lüge. Damit haben Sie gegen die 10 Gebote verstoßen. Genau genommen gleich 2-mal. Ja. Aber kann man nicht vielleicht auch einer Pfarrerin mal einen Verstoß verzeihen? Vielleicht sogar einen 2. Sie sind auch nur ein Mensch, das wissen wir ja. Also von einer Pfarrerin erwarte ich dann doch ein bisschen mehr. Es ist sicher ein schwieriges Thema, ja. Aber was sagt denn eigentlich die Kirchenleitung dazu? Geht die Gemeinde das Privatleben ihres Pfarrers was an? Gut, schreiben wir einen Brief an die Kirchenleitung und fragen. Ich schreibe den Brief ans Kirchenamt selbst. Ich will wirklich wissen, ob ich was falsch gemacht habe, als ich hier den Pflaumkuchen gebracht habe und die rote Grütze. Nun legt man nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Ich habe jedenfalls keine Lust mehr, bei dem Konzert noch mitzusingen. Also ich schon. Lassen wir auch deswegen unser Konzert durch die Lappen gehen. Und Sabrina darf auch weiter mit Mareile spielen. Und bei der langen Nacht helfe ich ja auch. Ist ja Christenpflicht. Aber Lust habe ich eigentlich keine. Ich musste dich sehen. Was ist los? Hast du mich KV-Sitzung? Herbert ist aus dem Kirchenvorstand ausgetreten. Und alle sind der Meinung, dass es meine Schuld ist. Sie haben mich beschimpft, weil ich Herbert angeblich fallen gelassen habe. Wie eine heiße Kartoffel. Du hast ihn fallen lassen? Er hat sich ziemlich aufgeregt. Wieso? Hattest du was mit ihm? Nein. Nein. Der war ein Freund von Thomas. Ich kenne ihn schon ewig. Ich mag ihn, ja, aber eben nur als Freund. Mir war nicht klar, dass er sich so große Hoffnungen gemacht hat. Dass er gewartet hat. Die ganze Gemeinde hat wohl darauf gewartet. Weißt du, nach Thomas' Tod, da habe ich mich so einsam und elend gefühlt. Und das war alles zu viel, die Trauer der Kinder, meine eigene. Und dann musste ich ja auch sofort wieder arbeiten. Das ging ja auch gar nicht anders, weil von meiner halben Stelle, da hätten wir ja gar nicht leben können. Und das als Pfarrerin, da musst du immer für alle da sein. Fröhlich sein. Positiv sein. Trost spenden. Ja. Man redet von Gott und Jesus. Und hat doch seine Zweifel, wie jeder andere auch. Und jetzt heißt es, dass ich den Kirchenvorstand an der Nase herumgeführt habe und mit dir rummache. Soll ich Sie zum Duell fordern? Nein, nicht nötig. Ich habe vorgeschlagen, dass Sie beim Superintendenten nachfragen, ob die Gemeinde das Privatleben Ihres Pfarrers etwas angeht. Richtig so. Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Ach, am liebsten würde ich von alleine gehen. Wie soll ich denn hier noch sein, wenn ich weiß, was Sie alle von mir denken? Dein Chef da oben hat uns einen wunderschönen Herbstabend geschenkt. Nur für uns.
Gut, Schluss für heute. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch weitermachen sollen. Das klingt jämmerlich. Wir geben uns ja Mühe. Aber bei der Besetzung ist es nur ein Tenor. Ja, ich weiß. Ich weiß, es tut mir leid. Vielleicht sind wir nächsten Freitag mehr Leute. Und auf jeden Fall vielen Dank und gute Nacht. Keine Lust mehr. Und tschüss. Tschüss dann. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Da. Gute Nacht. Tschüss. 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 Das Konzert können wir vergessen, das wird nichts mehr. Mein Großvater will extra kommen. Wir haben nur noch 2 Wochen Zeit. Wir könnten die Studenten in Weimar anrufen. Ja. Ich kann sie ja noch mal fragen. Komm, lass uns noch mal ein Solo üben. Sie halten? Ups. So. Jetzt mal, dreh sie mal zu dir. So. Ja, du musst sie schön warm halten. Ne? Guten Tag. Ach, die Hartmann! Guck mal, wie groß die geworden sind. Die hier finde ich am liebsten. Schön, wieder zu Hause zu sein. Du, ich freue mich so auf dein Konzert heute Abend. Ja, ich mich mittlerweile auch wieder. Wir haben Unterstützung vom Hochschulchor bekommen und die sind wirklich gut. Angeht, das ist für mich. Aber wenn du den Brief schon gelesen hast, dann weißt du ja, worum es geht. Ich habe ein Gespräch mit dem Superintendenten. Gespräch? Eine Vorladung ist es. Kai, es geht doch nur um die offizielle Haltung der Kirche zum Privatleben eines Pfarrers. Es geht darum, ob wir ertragbar sind. Dass du den ganzen Vorstand gegen dich aufgebracht hast und dass wir vielleicht wegziehen müssen, weil du... Es ist eine Klärung. Mehr nicht. Wenn du schon jemanden haben musst, warum nicht Herbert? Der war immer ein Papas Freund. Weil ich mich in Jochen verliebt habe. Verliebt? In deinem Alter? Das ist so krass. Kai, bleib da, bitte. Wenn wir wegen dir wegziehen müssen und wenn ich wegen dir meine Lehrstelle aufgeben muss, dann schwöre ich dir, musst du dich entscheiden. Der oder ich? Kai! Kai! Kai, ich verstehe ja, dass du Angst hast. Ich habe ja auch Angst, aber... Das ist was anderes, weil du konntest es dir aussuchen und ich nicht, ja? Und immer wird über mich bestimmt. Und du wirst auf sein Konzert nicht singen. Du wirst hier hingehen und Schluss machen, sofort. Sonst bin ich weg. Kai! Das ist doch Mama, du musst aufmachen. Kai!
du hin? Zu Herbert. Ist alles gut, Karl. Hallo. Aufwachen. Geht's dir wieder gut? Musstest du brechen? Brechen ist eklig. Man muss nicht jedes Mal brechen, wenn man sich den Magen verdorben hat. Bist du fit genug, um singen zu können? Ich weiß nicht, ich glaub nicht. Ach komm, ich hol schon deine Sachen. Jochen hat zweimal angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass du dich noch ein bisschen ausruhen musst vor dem Singen. Dann hat Herbert angerufen wegen Karl. Ich habe ihm gesagt, er soll sofort nach Hause kommen, aber er will nicht. Und dann ist Kiki gekommen. Ach ja, Kiki hat auch noch angerufen, gleich als Erste. Jawohl. Und du gehst jetzt unter die Dusche und machst dich schön. Ich kann nicht. Schöne Kirche. Kann schon verstehen, dass es ihr hier gefällt. Thank you.
Rassismus? Ich muss mich entscheiden. Du oder Kai? Und meine Kinder sind mir das Wichtigste auf der Welt. Verstehst du das? Natürlich. Aber bitte sag jetzt nichts. Kai! Die Mama hat ganz schön gesungen. Kai! Herr Hofmann, sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Danke Ihnen. Ganz ausgezeichnet. Junge Jochen, ich bin ja so stolz auf dich. Danke. Das war das schönste Konzert, das ich je gehört habe. Sie werden dich nehmen in Weimar, ganz sicher. Ich verkaufe den Hof. Jawohl, ich verkaufe. Das wird schön, was du da gemalt hast. Wer ist das denn? Du bist. Machen wir da weiter, ja? Mama, soll ich die Glocken einschalten? Ja, schalt sie ein, Kai. Und Kai. Zieh doch bitte eine Predigt aus dem Internet. www.predigten.de, ja? Zum ersten Advent. Mhm. Ja, Mucke. Geh hier bitte. Ja, danke. Komm, Mama. Ja. Mama. Ich kann nicht. Sie ist krank und lässt sich herzlich entschuldigen. Sie bittet darum, dass jemand aus dem Kirchenvorstand den Bibeltext der Woche liest und eventuell auch die Predigt. Ich lese die Bibelstelle zum heutigen Sonntag, zum ersten Advent. Der Text steht in Lukas 3, Vers 3 bis 14. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Sie heult die ganze Zeit. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten.
Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich habe Jochen vorhin gesehen. Er ist auf dem Weg nach Weimar. Mit dem Auto? Jedes Tal wird ausgefüllt. Wenn ich den Führerschein hätte. Und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum Geraden und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Dem hier, denn gleich.